Sonnenakademie und wir heißen Fila, Vincent, Mareike und Vanessa. Wir werden uns heute die St. Michaeliskirche mal etwas genauer anschauen und mit dem Hauptpastor Herr Röder sprechen. Los geht's! Der Michel gehört zu den Wahrzeichen Hamburgs. Die heutige St. Michaeliskirche steht seit 1912 und ist 132 Meter hoch. Die Ziffern und Zeiger der Turmuhr bestehen aus Blattgold. Alexander Röder ist seit 2005 Hauptpastor der St. Michaeliskirche. Aber wie ist er auf seinen Beruf gekommen? Durch einen Klassenkameraden. Das war kurz vorm Abitur. Da wusste ich noch überhaupt nicht, was ich machen wollte. Und habe gesagt, ich will Jura studieren, aber wollte ich eigentlich nicht. Aber habe gesagt, ich musste ja irgendwas sagen. Und der sagte dann zu mir, er studiert Theologie. Und da habe ich erst gedacht, ups, das ist ja nichts, worüber man so eigentlich in der Öffentlichkeit spricht. Habe ich wirklich gedacht, das ist ein bisschen komisch. Aber dann habe ich mich damit befasst, wenige Wochen vorm Abitur, und habe gedacht, das ist ein tolles Studium. Alexander Röder arbeitete schon in vielen Kirchen, doch der Michel ist etwas ganz Besonderes. Ach, diese Kirche ist erstens so wunderschön und zweitens sind so viele, viele, viele Menschen hier. Wir haben 1,5 Millionen Menschen im Jahr, die in den Michel kommen, und das macht einfach Spaß. Sehr unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt, und wir haben so viele Gottesdienste, die ganz wunderbare Musik haben, und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Wir haben jeden Tag Gottesdienst und da trifft man so viele Menschen und kann ihnen etwas geben, aber bekommt auch ganz viel von diesen Menschen zurück. Und dieses Austauschen von Geben und Nehmen, das ist etwas, was ich wunderbar finde. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Was sind die typischen Aufgaben eines Hauptpastors? Ich muss als Hauptpastor diese Kirche, St. Michaelis, nach außen vertreten. Also gegenüber der Kirche zum einen, der gesamten Kirche, aber auch gegenüber der Stadt. Das heißt, ich mache ganz viel Öffentlichkeitsarbeit hier in St. Michaelis. Und immer, wenn es darum geht, St. Michaelis zu repräsentieren, das heißt also irgendwo zu vertreten, hier ist auch St. Michaelis, dann bin ich das Gesicht dafür als Hauptpastor. Daneben sind es eben die vielen Gottesdienste. Um einen Gottesdienst halten zu können, muss ein Pastor einige Vorbereitungen treffen. Wie sieht es bei Alexander Röder aus? Da gibt es immer einen Text aus der Bibel, der ist vorgegeben als Predigtext. Und den lese ich mir schon Tage vorher durch. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und es ist nicht so, dass ich den nicht kenne, aber es geht einfach so rum, dass der anfängt, in mir zu wirken. Dann setze ich mich irgendwann am Ende der Woche hin und schreibe eine Predigt und gucke, welche Lieder passen dazu. Welche anderen Gebete passen dazu, welche Texte, und baue das Ganze auf als ein Gesamtkunstwerk. Die Kirche ist aufwendig gestaltet und besitzt mehrere Orgeln. Aber was ist der schönste Ort für Alexander Röder? Der schönste Platz für mich in der Kirche ist ganz oben auf der Orgelempore. Denn da kommen normalerweise die Besucher auch nicht hin. Nur mit Gruppenführung werden sie da mal hingeführt. Da oben auf der Orgelempore habt ihr die riesengroße Orgel im Rücken mit diesen Tausenden von Pfeifen. Und das ist schon, da wird der Mensch ganz schön klein bei so einer großen Pfeife. Und vor dir liegt das Bild der ganzen Kirche. Um auf dem Turm zu gelangen, kann man den Fahrstuhl nehmen oder 452 Stufen nach oben gehen. Von hier oben hat man eine schöne Sicht auf Hamburg. Das war unser Beitrag. Wir fanden es spannend zu erfahren, was ein Pastor für Aufgaben hat und wie eine Mittagsandacht abläuft. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! Tschüss. Hallo, wir sind Fien, Lauri, Nele und Emma von der Tide Ferienakademie. Wir wollen heute einen Fernsehbeitrag über Schokolade machen. Und deswegen gehen wir heute ins Schokoversum. Wir haben heute einen Termin mit Moritz, einem Führer aus dem Schokoversum.
Er beantwortet uns ein paar Fragen und zeigt uns den Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade. Wo kommen Kakaobohnen eigentlich her? Rund um den Äquator gibt es ja diese Klimazone, die Tropen, und da sind verschiedene Gebiete, in denen Kakao angebaut wird. Das ist einmal fast ganz Südamerika, an der Elfenbeinküste in Afrika und in Asien, Papua-Neuguinea, Malaysia, Indonesien und die Ecke. Drin in der Mitte ist so eine Art Hauptstrang, daran sind die alle befestigt. Und drumherum liegen eben die Bohnen. Man sieht schon, da ist dieses Weiße, das ist eben genau dieses Fruchtfleisch, was ja wirklich mit den einzelnen Bohnen verwachsen ist. Und dann hat man eben hier diese ganzen Bohnen, die sind alle in der Mitte ein bisschen durchgeschnitten, die sind so ein bisschen krisselig von innen und eben noch ganz roh, wenn man so möchte. Hier sieht man die Bestandteile der Kakaofrucht, der weißen und der Vollmilchschokolade. In diesem Gerät werden die Kakaobohnen je nach Art unterschiedlich lang geröstet. Daraufhin werden sie zermahlen. Schokolade wird tatsächlich in einem relativ langen Prozess hergestellt. Man hat am Anfang die Grundzutaten, den Kakao, den Zucker oder auch das Vollmilchpulver. Und das alles kommt erstmal in den Mélangeur, das heißt Mischer. Das bedeutet, das ist so eine Maschine, da sind so zwei große Walzen und die walzen alles klein. Und dadurch, dass diese Walzen ganz stark auf dem Boden reiben, wird es in der Maschine warm. Und dann schmilzt das Fett in dem Kakao und dadurch entsteht dann so eine Masse. Und das ist dann so die Schokolade erstmal. Bisher war die Schokolade noch sehr sandig, deswegen muss sie jetzt erst einmal durch die Feinwalze. Das sind drei Edelstahlwalzen, die von innen hohl sind. Und in diesem Hohlraum läuft kaltes Wasser, dadurch werden die Walzen sehr kalt. Aus der Feinwalze entsteht das Walzgut. Das ist die Porsche, die 1879 von Rudolf Lindt erfunden wurde. Und das ist die Maschine, die dafür sorgt, dass die Schokolade einen schönen Schmelz bekommt. Jetzt wird die Schokolade 72 Stunden lang gerührt. Nun ist die Schokolade erst einmal fertig. Jetzt muss sie nur noch geformt und verpackt werden. Mmh, das schmeckt aber lecker. Wie essen eigentlich die Hamburger ihre Schokolade am liebsten? Wir haben nachgefragt. Orange, bitter. Nussbitter. Aber am liebsten mag ich so diese Schokokuchen, die so warm sind, die innen so einen flüssigen Schokoladenkern haben. Die mag ich gerne. Bisschen Vanilleeis, top. Ich mag sehr gerne zartbitter. Am liebsten so 72-75%. Also da würde ich sagen, so eine ganz bittere, so schön mit viel Kakaoanteil, ne, so eine Männerschokolade. Nichts so Süßes. Ganz klassisch, Mousse au Chocolat. Das war unser Fernsehbeitrag zur Schokolade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! Und immer dran denken: Schokolade macht glücklich! Hallo und herzlich willkommen hier bei TDTV. Wir sind Nelio, Merle und Ava. Und wir haben uns gefragt, wie ein typischer Arbeitstag von einem Tierpfleger hier im Wildpark Schwarze Berge aussieht. Außerdem interessiert es uns, wie die Tiere hier leben und ob es den Besuchern gefällt. Ja, und das werden wir jetzt hier im Wildpark herausfinden. Lise und Sharky sind beide 8 Jahre alt. Wir begleiten Sebastian Müller bei seiner Arbeitsroutine. Als erstes steht die Fischotterfütterung auf dem Plan. Fischotter müssen ein Viertel ihres Körpergewichts essen. Das wären bei Lise und Sharky jeweils 1 Kilogramm. Also hat Sebastian viel zu tun. Oder die Zwergotter an sich, mit denen kann man super arbeiten, man kann denen viel beibringen. Man hat viel Spaß mit denen, die geben auch viel einen zurück. Das heißt, sowas wie Klickertraining macht unheimlich Laune. Also die beiden sind mir auch sehr ans Herz gewachsen. Weiter geht es zu den Stinktieren Falsch, Sancho und Pancho. Nun muss Sebastian die Wohnung säubern. Dann verfüttert er Mäuse und Küken. Das sind Küken, ja. Eine Lage Heu rein, weil Stinktiere kuscheln ganz gerne. Die brauchen es immer kuschelig.
Also, wir beginnen frühmorgens halt, also was ist frühmorgens, um 7:30. Dann fangen wir an, unser Futter fertig zu schneiden für die Tour halt. Wenn wir das fertig haben, dann fahren wir los. Wir sehen zu, dass wir die Gehege sauber machen, danach gleich abfüttern halt. Und so zum Nachmittag, kann man sagen, fangen wir an, so Gartenarbeit zu machen. Auch bei den Nutrias ist jetzt Fütterzeit. Hier ist im Gegensatz zu den Stinktieren nur Gemüse gefragt. Die Nutrias leben an Flüssen und Bächen, deswegen werden sie auch Biberratten genannt. Nun erzählt uns Sebastian, was ihm an seinem Job gefällt. Vielseitigkeit eigentlich. Man hat nicht nur mit den Tieren zu tun. Klar, zum Tierpflege gehört auch viel sauber machen, das, was vielleicht viele nicht wissen. Das heißt, 80% nach oder so muss man sauber machen. Der Rest ab und zu mal mit Tieren natürlich bespaßen, füttern, Futter zuschneiden. Was gefällt den Besuchern denn am Wildpark? Oh, dass das alles im Wald ist, dass es so schön natürlich ist und dass die Tiere so schön gehalten werden. Und das gefällt mir einfach. Ach, der ist so schön angelegt, wie in der Natur. Man hat hautnah Kontakt zu den Tieren, kann füttern. Ich finde es einfach schön hier. Wir sind jedes Jahr mindestens einmal hier. Groß, viel Platz für die Tiere und dass man mit den Kindern hier schön gucken kann. Was würde denn passieren, wenn man ein Tier aus dem Wildpark in der Natur aussetzen würde? Würde es überleben? Nee, glaube ich nicht. Die sind ja von den Menschen aufgezogen worden und ich glaube nicht, dass sie in der Natur überleben würden. Sie könnten sich wahrscheinlich schlecht selbst ernähren, weil sie hier das gewohnt sind, gefüttert zu werden. Und man müsste dann erstmal die daran gewöhnen und zum Beispiel jetzt bei Füchsen oder Wölfen so mit wildem Futter füttern und eben gar keinen Kontakt zu Menschen. Weil jetzt sind sie ja auch so gewöhnt, zum Beispiel die Rehe hier vorne, die lassen sich ja von den Menschen von der Hand essen und deswegen, das darf natürlich da nicht sein, sonst laufen die da noch zu Häusern oder auf die Straße oder so. Sebastian klärt auf. Also ohne Vorbereitung würde ich sagen, nein. Also natürlich gibt es Tierarten, die mit Sicherheit auch klarkommen könnten. Das gibt es schon, aber eigentlich, bevor man ein Tier auswildern sollte, sollte es eigentlich vorbereitet werden auf diese Natur, weil zum Beispiel auch Fleischfresser müssen lernen zu jagen. Bei uns müssen sie nicht jagen. Ich glaube, so einfach klarkommen, schwierig. Auch von Hamburg ist der Wildpark nicht weit. Hier sind wir wieder. Wir hatten einen sehr interessanten Tag und haben sehr viel gelernt. Bei den Ottergehegen hatten wir sehr viel Spaß und es war alles sehr interessant. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Wildpark Schwarze Berge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fernsehbeitrag. Wir sind Lev, Smilla und Anna. Und wir zeigen euch heute einen Beitrag über Bouldern. Irgendwas mit Klettern hat das zu tun. Verdammt. Hab ich gehört, habe ich aber vergessen, tut mir leid. Das ist Klettern. Also du hältst dich so fest an so Nupsis und gehst dann so über so einen Berg oder um so eine Erhöhung. Bouldern ist eine Art von Klettern, wobei man nicht gesichert ist. Es kommt aus den Wäldern von Fontainebleau, wo man auf Hügeln und Bergen geklettert ist. Also die Wände sind eigentlich nicht höher als 4,50 Meter hoch. Man springt dann auf so eine Weichbodenmatte und fällt sozusagen nicht in einen Gurt oder in ein Seil rein, sondern wie gesagt fällt dann auf diesen Boden runter und landet dadurch aber auch sicher. Und im Prinzip ist das Ganze sehr athletisch oder wird sehr schnell sehr athletisch. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Turnen an der Wand. Die Bouldersteine sind in einer Route an der Wand festgeschraubt und werden jede Woche neu angebracht. An dem Anfang und Endstein befinden sich Dreiecke, in den Farben der Schwierigkeitsstufe.
Also beim Bouldern geht es eigentlich in so einer Startposition los. Man hat dann meistens zwei oder auch einen größeren Griff mit seinen beiden Händen in der Hand. Und dann legt man eben los, dass man sozusagen erstmal eine Spannung in seine Füße, in die Fußtritte bringt. Und dann bewegt man sich wirklich diese Wand lang. Ja? Und Boulderer sind als allererstes auch erstmal die, die da immer ganz viel vor der Wand sitzen und da so einfach nur hochstarren. Und versuchen erstmal im Kopf auch diesen Boulder zu enträtseln, um dann eigentlich genau so eine Art, wie so ein Tanz durch die Wand, den sie sich vorher ausgedacht haben, da sozusagen zu vollziehen. Also diese Bewegung schon vorher im Kopf zu entschlüsseln und dann mit den eben körperlichen Gegebenheiten dann da hochzugehen. Beim Bouldern gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man anhand der Fontainebleau-Skala sehen kann. Diese Schwierigkeitsstufen sind festgelegt und gelten auf der ganzen Welt. Die Stufen fangen bei 1 an, was ganz einfach ist, und enden bei 8, was dementsprechend sehr schwer ist. Das Schöne ist einfach nur durchs Machen und dieses spielerische Herangehen von man probiert jetzt nicht da einfach dran aus, entwickelt man ganz schnell ganz abgefahrene Kräfte und hat dann irgendwann so Momente, wo man sich dann wahrscheinlich wirklich fühlt wie Spider-Man an der Wand zum ersten Mal, wo man merkt, ey, ich kann mich ja jetzt hier gerade in so einem Gelände irgendwie an Griffen festhalten und da irgendwie bis zum Top klettern. Also die Fortschritte kommen extrem schnell. Wir haben heute gelernt, dass Bouldern ein sehr spaßiger, aber auch anstrengender Sport ist. Bei dem man auch viele Fortschritte machen kann. Außerdem kann man ihn überall auf der Welt ausüben. Wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Tschüss! Hallo, wir sind das Kiel Ferienzen. Hallo, ich bin Jakob. Ich bin Vincent. Und ich bin Leon. Und ich bin Jan. Wir stehen heute vom Ötz-Urfahr Dönerladen und wir werden jetzt was über den Döner erfahren. So. Jetzt sagt deine Salat. Halt mal mit Salat. Alles? Ja. Welche Soße? Warte. Tzatziki Cocktail scharf? Scharf. Musst du nicht, aber scharf. Cocktail auch? Dankeschön. Gut. Ist er ungesund oder nicht? Ja, was soll ich sagen? Ungesund. Okay. Warum denken Sie, ist er ungesund? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Döner kaufen? Ja. Wie viel? Nein. Döner, Banner, Döner, Ja. Machen Job fertig dann von Haus. Nimmst du einen Döner? Okay, danke. Im Jahr, ich esse ganz, also sehr, sehr selten. So, ich sag mal, 20 Stück. Okay. Ungefähr. Wie viele Döner essen Sie ungefähr im Jahr? Oh. Vielleicht 2 im Monat, also 24. Und in welchen Situationen essen Sie Döner? Ja, wenn ich Lust habe und wenn es mal schnell gehen muss. Wann ungefähr? Hm? Ja, vor bestimmt 50 Jahren. Der Urdöner wurde 1836 in Kastamonu in der Türkei erfunden. Damals bestand er nur aus Hammel oder Lammfleisch, was mit Joghurt oder Butter zwischen zwei Fladenbrotteigen geklemmt wurde. Etwa 25 Jahre später wurde er nochmal in Bursa erfunden. Der kam dem heutigen Döner schon näher, allerdings gab es Zutaten, die heute etwas fraglich wären. Da drin war eine Mischung aus Fleisch, Fladenbrot, Petersilie, Zwiebeln und Beilagen wie Tomaten, Gurken, Rettich und Peperoni. Hieß Iskender Kebab. Wir kaufen Lammfleisch, Hähnchenfleisch und Kalbfleisch ein. Wir haben unser eigenes Dönerpapier, wo unser Logo drauf ist. Was unterscheidet Ihren Döner von anderen? Unser Döner ist viel geiler, schöner und unser ist geschmacksvoll. Weil es kommen auch viele Prominente hier hin, um Döner zu essen. Mein erster Döner war, wo ich genau 13 Jahre alt war.
So, jetzt haben wir viel über den Döner gelernt, jetzt essen wir ihn. Hi, ich bin Arseni. Ich bin Mika. Und ich bin Leon und wir stellen euch heute das System der Ampeln vor. Viel Spaß! Ampeln hat jeder schon einmal gesehen. Rot, Gelb, Grün. Doch wie funktionieren die 1729 Ampeln in Hamburg eigentlich? Und wie schaltet und steuert man sie? Wir haben einen Experten gefragt. Gerard Rose ist verantwortlich für das Management technischer Anlagen im Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer. Der LSBG baut für Hamburg Straßen, Brücken und Gewässer und auch als sogenannte Straßenzubehör die öffentliche Beleuchtung und die Lichtsignalanlagen. Wie funktioniert die Steuerung und Schaltung des Ampelsystems mithilfe von Computern? Hamburg hat ein zentrales Steuerungssystem. Wir haben an 7 Orten Verkehrsrechner. Die Verkehrsrechner haben eine überwachende und eine steuernde Funktion und insbesondere die Koordinierung von den grünen Wellen. Also sprich, dass ein Verkehrsteilnehmer morgens, wenn er in die Stadt reinfährt, möglichst bei vielen Ampeln in einem Zug durchfahren kann und nicht an jeder Anlage stehen bleiben kann. In Hamburg werden in letzter Zeit viele alte Ampeln gegen neue ausgetauscht. Warum eigentlich? Jedes technische System haben auch Lichtsignalanlagen eine Lebenszeit. Das ist im Wesentlichen bestimmt durch die Lebenszeit der Steuergeräte. Die haben eine Abschreibungszeit von rund 15 Jahren und werden in Hamburg rund 15 bis 20 Jahre im Einsatz gehalten. Und allein um das System zu erhalten von 1700 Lichtsignalanlagen müssten rein theoretisch jedes Jahr rund 100 Anlagen erneuert werden und das werden sie auch. Dieser Plan zeigt eine Kreuzung mit roten und grünen Ampeln. Und hier sind solche Felder. Das sind sogenannte Detektionsfelder. Das waren früher Induktionsschleifen, können aber auch jetzt Kameras sein. Das heißt, wenn diese farblich hinterlegt ist, weiß man, in dem Moment steht dort ein Verkehrsteilnehmer. Also die ist belegt oder nicht belegt. Jeder von diesen Kullern mit unterschiedlichen Farben symbolisiert eine Lichtsignalanlage. Hier die roten Anlagen sind gestört, da ist ein Kabel gebrochen und im Zuge dieses Kabels sind mehrere Lichtsignalanlagen ausgefallen. Das heißt, die drei laufen draußen, die sind auch koordiniert in der grünen Welle. Bloß wir haben zum Zeitpunkt keine aktuellen Daten. Die Daten werden sozusagen im Steuergerät zwischengespeichert. Übrigens, der Mythos, dass die neuen Ampeln schneller grün werden, wenn du auf den unteren Knopf am Taster drückst, ist falsch. Er zeigt sehbehinderten Leuten die Richtung der Straße an und vibriert, wenn es grün wird. Für die Zukunft planen Gerard Rose, Ampeln und Autofahrer miteinander zu vernetzen. So soll der Autofahrer wissen, wann die Ampel rot wird. Auch sollen die Ampeln neu programmiert werden. So sollen sie entscheiden können, ob es sich lohnt, für den Verkehrsfluss ein bisschen länger grün zu bleiben. Das war unser Beitrag über das System der Ampeln. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! Hallo, wir sind von der Tide Ferienakademie und wir heißen Mia, Lisa und Fabian. Und wir haben uns gefragt, was mit nicht verkauften Backwaren nach Ladenschluss passiert. Dafür werden wir gleich einen Franchise-Bäckerei-Mitarbeiter interviewen. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Bäckerei rein. Wir sind in einer Franchise-Bäckerei in Hamburg. Hier treffen wir Erdinç Anaköck. Er arbeitet seit 7 Jahren für das Unternehmen und ist seit 2 Jahren Franchise-Partner. Wer knetet den Teig und wie gelangt die Ware dann in den Hamburger Verkauf? Wir bekommen die Waren tiefgekühlt, direkt aus Frankreich. Es wird alles in Frankreich produziert. Wir garen die Ware hier, die werden hier frisch gebacken und dann wird auch frisch bearbeitet. Also die Baguettes werden auch frisch hier belegt, mit guten Zutaten. Doch was passiert mit den frisch belegten Baguettes, die bis zum Ladenschluss nicht verkauft werden? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört. Ich glaube oder ich hoffe, dass die verschenkt werden an Leute, die nichts zu essen haben. Die werden weggeschmissen, gehe ich stark von aus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die werden weggeworfen, was ich für wahrscheinlich halte. Wenn es gut läuft, gehen die vielleicht an die Tafeln. Die werden in Container gesammelt.
Erdinç Anakök weiß, was mit den übrig gebliebenen Backwaren in seiner Bäckerei passiert. Es bleiben wirklich wenig Ware übrig. Das wird entweder von den Mitarbeitern mitgenommen oder von der Reinigungsfirma, die wir halt zusammenarbeiten. Also weggeschmissen wird kaum etwas. Wir haben mit Hamburger Tafel Kontakt aufgenommen. Aufgrund unserer Öffnungszeiten war es leider nicht möglich, mit Hamburger Tafel eine Kooperation zu starten. Die Bahnhoffilialen von Lückeback arbeiten mit Bahnhofsmission, wo die nicht verkaufte Ware an die abliefern können. Aber jede Filiale muss sich natürlich individuell selber entscheiden, weil die Öffnungszeiten sehr unterschiedlich sind. Nach einer Studie der Fachhochschule Münster landen in Bäckereibetrieben zwischen 6 und 17% der Lebensmittel auf dem Müll. Pro Woche sind das ca. 2,7 Tonnen Gebäck. Wir finden, genau wie die meisten Hamburger, dass sich diese Zahl auf jeden Fall verringern sollte. Das war unser Beitrag. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wir finden es gut, dass die Waren nicht weggeschmissen werden, sondern an Mitarbeiter weitergegeben werden. Und tschüss! Wir sind Jona, Leo, Ben und Florian und heute wollen wir uns umhören, was die Leute über den Dieselskandal denken. Viel Spaß! Los geht's! Ist Ihr Auto vom Dieselskandal betroffen? Ja, genau. Nein, ist es nicht. Ist ein Benziner. Nein, ich habe gar keins. Ja, ist betroffen. Was wäre für Sie eine Alternative zum Dieselfahrzeug? Am besten Hybridfahrzeuge oder Elektrofahrzeuge, wenn dann das Netz zum Tanken mal ausgebaut ist. Ich glaube inzwischen nur noch einen Elektroantrieb. Warum? Ja gut, das ist die Zukunft. Ich habe tatsächlich schon überlegt, mal über Autogas, weil das halt also preislich irgendwie das gleiche ist. Natürlich muss man am Anfang ein bisschen mehr bezahlen für das Umrüsten und ich bräuchte natürlich ein neues Fahrzeug, weil das mit einem Dieselfahrzeug nicht geht. Was denken Sie über die Produktion von Dieselneufahrzeugen? Schwierig. Also wenn ich Fahrzeughersteller wäre, würde ich es vermutlich nicht tun. Warum? Weil sie sich vermutlich nicht mehr so gut verkaufen lassen werden, weil Politik bestimmt darauf anspringt und immer mehr Dieselverbote aussprechen wird. Also die sollte erstmal eingestellt werden. Also das hätten wir schon längst machen müssen. Das haben unsere Politiker versäumt. Die haben auf die Industrie gehört. Und das war eine große Verfehlung, eine sehr große Verfehlung. Tja, das ist eine gute Frage. Wenn man die richtig einstellt, wäre Diesel vielleicht auch eine Alternative. Nur man müsste dafür sorgen, dass es Abgasnorm eingehalten wird. Aber ich denke, E-Autos ist die Zukunft. Was halten Sie davon, dass Dieselfahrzeuge in Städten verboten werden sollen? Das, was ich gehört habe wegen den Abgaswerten, ist ja schon vernünftig, ne? Weil man sollte mittlerweile schon auf unsere Umwelt Acht geben. Finde ich sehr gut. Also wir kommen aus einem Dorf und sind jetzt hier in Hamburg und man kann sich hier sehr, sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen und man kann, glaube ich, wirklich das Auto auf ein Minimum reduzieren für einen Großeinkauf, Getränke und so weiter. Deswegen finde ich das sehr gut. Finde ich etwas bedenklich, muss man sehr genau überlegen. Wir hoffen, Ihnen hat unser Beitrag gefallen. Und was denken Sie über den Dieselskandal? Wir jedenfalls haben uns heute ein Bild gemacht. Tschüss!